Der Burgstallerhof in Findl ist in vielen Details ein wichtiger Zeuge früheren Lebens am Hof. Rundherum historisch wertvoll und schützenswert, denn die Kapelle hinten und auch da die Stube, die zweite Stube und die Wange, die Kuchel und die zweite Kuchel ist alles unter Denkmal gestellt worden. Ist alles gewölbt. Welche spannenden Lösungen würden die teilnehmenden Architekten am teilweise denkmalgeschützten Hof an den Tag legen? Jetzt haben wir alles genau umgeschaut und haben gesagt, dass da alles gleich bleiben soll. Leih ist unter Dach oben, möchten sie ausbauen. Das Siegerprojekt berücksichtigt die sensiblen Vorgaben des Denkmalschutzes und besticht durch einen klug gelösten Neuzugang an der Hinterseite des Hauses. Das Projekt hat gefallen, weil es alle Wünsche der Bauherren respektiert. Es behält die ursprüngliche Form des Gebäudes mit der Hauptwohnung im Erdgeschoss und einer Verbindungstreppe in das erste Obergeschoss. Weiters hat dieses Projekt einen großen Vorteil, weil es bereits sich mit vielen technischen Details auseinandergesetzt hat und genauso bereits gute, sehr sensible Vorschläge für energetische Sanierung vorsieht. Die einstimmige Juryentscheidung für das Siegerprojekt war im Sinne des Bauherrn und seiner Familie. Gratulation an das Architektenduo Sabrina Pievani und Rodolfo Zancan.